So, da sind wir wieder, oder? Ja, nimmt schon auf. Das hier müsste jetzt Folge 77 sein. Ich kann ja nochmal schnell schauen auf meinem Handy. Ich nehme aktuell heute nochmal ohne Lenkrad auf, weil ich jetzt ursprünglich eigentlich vorhatte, direkt heute auch noch ein paar andere Spiele aufzunehmen. Das hat sich jetzt allerdings erledigt, weil ich es ein neues Update für Euro Truck Simulator gab und dadurch also dieses neue Update ist noch nicht hier auf die sozusagen, wie soll ich das jetzt sagen? Der Multiplayer-Modus ist noch nicht auf dieses neue Update eingelegt. Ups. Deswegen. Und deswegen komme ich halt in das Spiel nicht rein, wenn ich mit dem neuen Update hier spielen würde. Ja, ich bin jetzt hier gerade noch nebenbei auf dem Handy am Schauen, welche Folge. Die 77, genau, die 77 ist das hier. Ja, wegen dem Update kam ich jetzt erstmal auf Anhieb nicht in den Multiplayer-Modus rein, weil der ja das noch nicht unterstützt wird. Da wird es vermutlich in den nächsten Tagen noch ein Update zugeben. Aber deswegen musste ich jetzt das Spiel erstmal auf eine frühere Version zurücksetzen. Das hat jetzt auch nochmal 15 Minuten gedauert. Deswegen ich gleichzeitig auch noch etwas spät dran bin mit der Aufnahme. Und ursprünglich hatte ich, wie gesagt, vor, heute auch noch ein paar andere Spiele aufzunehmen. Deswegen spiele ich aktuell auch noch ohne Lenkrad, weil ich tatsächlich heute meinen ersten Urlaubstag habe. Von den über 3 Wochen, die noch vor mir liegen. Ach, ja, endlich. Nachdem ich es jetzt 10 Monate vor mir hergeschoben habe, habe ich endlich mal meinen längeren Urlaub, der jetzt sogar länger ist als geplant. Aber was soll's. Und was mir jetzt noch einfällt, ich werde jetzt vielleicht nicht so viele Folgen von anderen Spielen aufnehmen können, wie ich dachte, weil ich nämlich durch dieses Update-Gedöns jetzt bei Euro Truck Simulator erstmal hier diese Lieferung auf jeden Fall beenden sollte, weil die ansonsten zurückgesetzt wird und dann bin ich für so viel Geld. Umsonst die Strecke gefahren. So, jetzt muss ich mich aber mehr auf die Straße konzentrieren. Schild nicht mitgenommen, ein Glück. Ja, ist noch irgendwas Interessantes, außer dass ich jetzt Urlaub habe? Naja, außer dass wir eigentlich gar nicht wirklich genug Leute auf Arbeit haben, die. Also, ja, Personalmangel haben. Das heißt, dass ich eigentlich gar nicht wirklich Urlaub machen könnte. Aber wie gesagt, solange ich den schon vor mir herschiebe, da müssen sie sich eben selbst jetzt etwas überlegen, wie sie das am besten lösen können. Weil nämlich zusätzlich auch noch einer krank ist, der da fehlt. Erst seit gestern, als ich noch arbeiten war, habe ich das erfahren. Der wird vermutlich auch noch den Rest der Woche krank bleiben. Also, ja gut, es ist Donnerstag, also heute und morgen wird er noch fehlen. Und da fährt schon wieder einer über den See. Oder quer durchs Gemüse. Hatte ich ja einmal diesen Typ, der übers Wasser gefahren ist. Aber der fährt ja sonst wo lang. Tanabu. Wie ist denn das? Sollte ich mal ein bisschen bremsen.
Ich habe mich gerade gefragt, habe ich überhaupt nicht an, aber ja, habe ich tatsächlich. Kommt mir gar nicht so vor. Was ich jetzt vielleicht noch so mal nebenbei erwähne, ich habe halt vor kurzem jetzt mal mitgekriegt, dass ich aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht genau, wieso das überhaupt so ist, es ist halt so, dass ich, oh, hat sich eine ganz schlechte Stelle ausgesucht. Wo war ich jetzt? Ach ja, ich habe jetzt mal ab und zu halt mal so halt drauf geschaut auf meinen Kanal, wie so die Zahlen da aussehen, zum Beispiel halt die Abonnentenzahlen. Da habe ich halt gesehen, dass da teilweise halt immer ein Abonnent halt dazugekommen ist, aber einen Tag später gleichzeitig wieder einer weg war. Das hat sich jetzt wiederholt. Also schon zweimal war das so, dass ein Tag einer dazugekommen ist und am nächsten Tag war wieder einer weg. Muss auch immer einer erst verstehen. Fand ich halt etwas komisch. Wie gesagt, im Grunde interessiert es mich nicht, aber seltsam ist es halt schon. Fällt halt auf. Bei meinen geringen Abonnentenzahlen fällt das halt auf, um es einfach zu sagen. Der hatte die ukrainischen Farben drauf, das hat man gesehen. Fällt mir auch gleichzeitig das ein, was ich jetzt die letzten paar Stunden auf der interaktiven Karte, die den ungefähren Frontverlauf in der Ukraine zeigt, gesehen habe. Und zwar, dass die Ukraine immer mehr Gebiete um den Bereich der Stadt Cherson, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Na, jedenfalls nimmt die halt immer mehr Gebiete rundherum ein und ich weiß halt auch, dass, ich weiß gar nicht, wann war das, gestern hatte, glaube ich, da Russland auch gesagt, dass sie ihre Truppen aus der Stadt zurückziehen. Allerdings habe ich auch die Meldung gelesen, dass russische Truppen vorher gerade heute noch kritische zivile Infrastrukturen zerstören. Also so stand es jedenfalls da. Also sagen wir mal Wasser, Strom, Versorgung und so weiter, was da so alles vorhanden ist. Das zerstören sie noch, bevor sie abhauen und ja, das war ja eigentlich zu erwarten. Aber wie gesagt, die Ukraine nimmt aktuell sehr viele Dörfer und kleinere Städte in der Umgebung von Cherson ein. Es wird also vermutlich nicht mehr lange dauern, bis sie tatsächlich auch die Stadt eingenommen haben. So wie es auch sein soll. Naja, da wird sich mit Sicherheit noch einiges abspielen in den nächsten Tagen und auch Wochen. Gerade jetzt passiert halt sehr viel, da sollte man sich also auf jeden Fall mal, wenn man das auch so halbwegs mit dem Auge hat, da kann man, sollte man jetzt auf jeden Fall etwas öfter mal drauf schauen. Aber es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis ja die größte Stadt, die ich. Oder war es, glaube ich, die größte Stadt? Ja, kann sein. Oder es ist die erste Gebietshauptstadt gewesen, die Russland eingenommen hatte. Ich glaube sogar schon im März. Jetzt, 8 Monate später, ziehen sie sich schon wieder zurück. Na gut.
Das ist halt so das Aktuelle, was ich jetzt noch gesehen hatte, bevor ich hier angefangen hatte. Da gibt es ja vieles, also da könnte man ganze Bücher drüber schreiben, aber das ist jetzt so die Kurzfassung von dem, was heute so los gewesen ist. Ja, anderes Thema. Ich hatte ja. Ich muss hier jetzt auch mal. Ja, ein bisschen erhöht ist es, der Ping. Na gut. Ich habe halt. Muss jetzt auch zwischendurch nochmal ein bisschen auf den Ping achten, weil ich nebenbei jetzt noch ein Spiel installiere, was ich aber jetzt nicht für YouTube aufnehmen werde. Das wäre mir dann bei dem Spiel zu viel Arbeit. Das ist nämlich Elden Ring. Installiere ich gerade. Ja, Schafe. Gibt es auch sowas. Na, egal. Nee, Elden Ring installiere ich aktuell, weil ich mal wieder Lust habe, das zu spielen. Nachdem ich. Wann habe ich denn das letzte Mal gespielt? Mai? Juni vielleicht? Da hätte ich auf jeden Fall jetzt mal wieder Lust, ein bisschen das zu spielen. Aber wie gesagt, für YouTube werde ich es nicht aufnehmen. Das wäre mir dann zu viel. Besonders weil das Spiel ja auch ganz schön stressig ist. Aufgrund seiner Schwere. Der Schwierigkeitsgrad ist ja wirklich. Ich weiß noch, als ich das erste Mal so ein Souls-like-Spiel gespielt habe, das war Dark Souls 3 tatsächlich. Und da weiß ich noch am Tutorial-Boss, da bin ich so oft gestorben, ich glaube 20, 30 Mal, bevor ich den erst besiegt habe. Das war wirklich. Dark Souls habe ich ja tatsächlich mal damals aufgenommen. 30, 40 Folgen waren es ungefähr und dann gab es halt so eine Zeit, wo ich mal nicht wirklich Videos aufnehmen konnte. Und da habe ich die halt runtergelöscht. Das Problem ist eben, dass das Spiel nicht wirklich, sagen wir mal, ein erreichbares Ziel für mich hat in nächster Zeit, wenn ich es jetzt nochmal anfangen würde. Es wäre genauso wie Euro Truck Simulator. Hier sitze ich ja jetzt auch schon seit fast 80 Folgen dran. Waren das gerade Kampfflugzeuge oder Vögel? Pennen muss ich eigentlich nicht, das macht die Figur dann automatisch, sobald ich auf der Fähre bin. Ja, es ist ein bisschen höher, aber das habe ich auch erwartet. Wenn ich ja auch nebenbei jetzt gerade noch Elden Ring mit 500 Kilobit runterlade. Das habe ich extra schon begrenzt, damit es nicht meine ganze Verbindung frisst. Sonst wäre der Ping hier sogar noch höher. Oh, schon wieder fast die Hälfte des Videos rum. Kommt mir gar nicht so vor. Ach, noch eine Stunde und eine Minute. Ja gut, dann schaffe ich auf jeden Fall noch die Lieferung. Danach werde ich aber erstmal. Wenn ich die Lieferung doch noch in der Folge schaffe, dann schaffe ich es vielleicht auch noch andere Spiele heute aufzunehmen. Das erste Mal seit Mai? Nee. Juni oder. Nee, seitdem ich krank war. Seitdem ich krank war, hatte ich, glaube ich, keine anderen Videos mehr aufgenommen. Danach dann nur Euro Truck Simulator, um das wieder aufzuholen, was ich in der Zeit, ja, an Rückstand angehäuft habe. Spitzbergen.
Hier war ich. Ich wusste ja bis vor kurzem noch gar nicht, dass diese Insel hier überhaupt oben verfügbar ist. Das habe ich tatsächlich bisher noch nie gesehen. Das gibt's echt nicht. Über 70 Folgen und jetzt finde ich erst diese Insel hier oben. Oh, ganz schön hier. Auf jeden Fall hier nicht jeden Tag. Ich glaube, dieses orangene Symbol unten rechts auf der Karte zwischen den zwei Schneeflockensymbolen bedeutet so viel wie, dass die Strecke nur für Offroad-Fahrzeuge geeignet ist. Also in dem Fall halt LKWs mit Allradantrieb. Den ich habe. Aber ich bleibe dennoch von da weg. Ist überhaupt jemand? Nee. Ganz schön staubig. Vorne geht es gleich links. Sieht man sogar ganz gut. Ich hoffe nur, dass diese ausgelassenen Frames, die ich hier bei OBS gerade sehe, die 94, dass die nicht während der Aufnahme waren. Das habe ich jetzt nämlich nicht so gut im Auge gehabt. Die werden mir nämlich auch die ausgelassenen Frames werden mir halt auch angezeigt, wenn ich gar nicht aufnehme. Wenn jetzt zum Beispiel hier ich mich bei Euro Truck Simulator anmelde und ins Spiel einsteige, beim Laden kommen halt auch ausgelassene Frames zustande. Und ein paar davon weiß ich sind davon. Aber ob alle davon sind, keine Ahnung. Ist das da vorne ein Geysir? Ich glaube, da wollte anscheinend jemand dem Schornstein Rauch hinzufügen und hat es ein bisschen verkackt. Macht jetzt zumindest so den Eindruck. Medizinische Ausrüstung in ein Bergwerk zu liefern macht zwar nicht wirklich Sinn, aber was soll's. Hier in der Stadt bin ich nach Wien. Ich wollte jetzt eigentlich noch eine relativ kurze kürzeres Teil annehmen, da ich ja wie gesagt auch nicht mehr viel Zeit habe. Oh, die Traktoren könnte ich machen, dann mache ich jetzt noch eine Schnellreise nach Dresden. Oh, wobei 10 Minuten. Na, nach Prag, das sollte doch eigentlich zu schaffen sein. Selbst wenn es nicht ganz funktioniert, dann ist es eben so, solange wie ich wenigstens diesen lukrativen Auftrag abgeschlossen habe, reicht das. Wenn ich jetzt dann durch ein Update des Multiplayers die 5000 Tacken verliere, dann ist das jetzt nicht so schlimm. 180.000. Ich könnte einen neuen LKW kaufen und einen neuen Fahrer einstellen. Wenn ich irgendwann in einer meiner hier an Werk, nicht Hangars, Garagen. Wenn ich da Platz hätte, dann könnte das ja gehen.
weiß gar nicht, was nehme ich hier danach auf? Ich habe drei Spiele jetzt direkt im Kopf, wo ich an die ich jetzt hier aufnehmen könnte, würde, will. Drei habe ich direkt im Kopf, wenn ich daran denke. Nur mit welchen fange ich an? Am besten mit The Division, da habe ich irgendwie Lust zu. Mal wieder nach langer Zeit. Ich weiß gar nicht, wo ich war. Ich weiß nur, dass ich nur gute 50 Folgen benötige, bis ich das Spiel durch hätte. Aber The Division wird erst nächste Woche veröffentlicht. Am Montag zusammen mit der nächsten Folge von Euro Truck Simulator. Jetzt, da ich ja Urlaub habe, habe ich eine Menge Zeit, neue Videos aufzunehmen. Da veröffentliche ich täglich zwei. Oh, ich dachte, jetzt knallt's. Genau, ja, ich veröffentliche jetzt zwei Videos täglich. Ich habe da. Scheiße. Nee, dann erstelle ich mir eben selbst ein. Damit. Mist. Also echt. Ist das hier? Das? Ja, Mist. Jetzt mache ich hier gerade wirklich Mist. Das kommt schon, geh raus hier. Euro, ja. Das ist das. Ich war zwar schon oft hier, aber ich kann mir nicht merken. Nach Prag. Hier fehlt noch irgendwie so eine Suchtabelle, dass man hier gezielt nach den Städten suchen kann. Jetzt muss man hier ja. Wochen. Weiß jetzt zwar nicht, ob es genau das gleiche Ziel ist, aber ich krieg gerade mal nur die Hälfte. Schade. Na egal. Es ist noch weniger Geld, das ich einbüße, wenn der Auftrag, sagen wir mal, verloren geht, zurückgesetzt wird aufgrund von Updates. Ja, wenn ich schnell bin, dann sollte das ja kein Problem sein. Wenn ich daran denke, wenn ich jetzt gleich wieder Vision aufnehme, dann sollte ich mit Sicherheit nicht so müde werden wie sonst um die Uhrzeit, wenn ich aufnehme. Und in dem Spiel quatsche ich sowieso nicht so viel, weil da, sagen wir mal, nicht so viele Möglichkeiten vorhanden sind, selbst zu quatschen. Ganzen Leute, die da zwischenreden, da lasse ich das. Da rede ich nur über das Spiel und nicht über anderes Zeug. Schade, es ist rot. Kann ich aber kurz schnell. So. Erste Mal kreditfrei, seitdem ich angefangen habe. Endlich. Keine täglichen Raten mehr, die abzubezahlen sind. Das Einzige, was ich jetzt nur noch an Ausgaben habe, sind die Gehälter und die Wartungs- und hier Tankkosten für meine anderen Fahrer und für mich selbst natürlich. Erstmal auf 80 hoch, wenn ich überhaupt auf 80 komme.
Na, ob ich in 5 Minuten wirklich in Prag sein werde? Die 5 Minuten, die ich jetzt halt noch habe, glaube ich nicht. Ups. Aber den halben Weg dürfte ich schaffen. Vielleicht auch wirklich den ganzen. So, was kann ich. Eieiei. Na. Ich glaube, das wäre jetzt egal gewesen. Hätte ich Gas gegeben, wäre ich über Rot gefahren. Hätte ich gebremst, ist ja gerade dasselbe passiert. Das war jetzt einfach ein blöder Zeitpunkt. So, jetzt kann ich gleich mal hier auf 80 rauf. Schon blöd, ich habe halt ein bisschen Zeit eingebüßt durch die Umstellung auf eine ältere Version von Euro Truck Simulator. Gut, 20 Minuten sind mir ja dadurch verloren gegangen. Echt blöd. Ja gut, das hätte ich halt vorher mal prüfen müssen, aber sowas passiert so selten. Das hatte ich jetzt, glaube ich, gerade erst zum zweiten Mal. Dass ein Spiel aufgrund der aktuellen Version nicht kompatibel mit dem Multiplayer ist. Naja. Ich weiß halt noch, einmal gab es ja so ein großes Update, dass ich nicht mal mehr den Multiplayer benutze, die Multiplayer-Version halt nicht verfügbar war. Da konnte ich dann nur im Offline-Modus spielen für ein paar Folgen. Aber danach ging das dann wieder. Das weiß ich dann noch. Sieht man ja, jetzt bin ich ja auch hier wieder im Online-Modus. Tja, was habe ich so noch in meinem Urlaub vor? Mal abgesehen, dass ich jeden Abend halt damit verplant habe, hier Videos aufzunehmen. 3 bis 4 Stück. Ja, also Samstag habe ich halt was geplant, was noch tagsüber halt zu machen ist. Also ich mache halt noch tagsüber was am Samstag und nächste Woche Dienstag. Die 2 Tage sind auf jeden Fall schon mal verplant von den 3 Wochen. Naja, liegt halt daran, weil ich bis vor einem Monat gar nicht wusste, dass ich erst jetzt diesen Urlaub halt haben werde. War ja nur, weil derjenige halt im Juli vergessen hatte, meinen Urlaubswunsch auf den Oktober zu legen. Wurde halt vergessen und jetzt habe ich den halt erst im November. Das dürfte jetzt auch mein tatsächlich letzter Urlaub in diesem Jahr sein. Den ganzen Dezember durch werde ich also wieder arbeiten. Ich freue mich aber, wo ich so an Dezember denke, kann ich nur sagen, dass ich mich auch auf Silvester freuen werde. Da habe ich nämlich eine schöne Idee, was das Feuerwerk angeht. Ob ich es natürlich auch so umsetzen kann, ist natürlich was anderes. Naja, mal sehen. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal Feierabend. Jetzt werde ich erstmal The Division weiter aufnehmen. Wird auf jeden Fall mal Zeit, dass ich wieder was anderes aufnehme. Ich brauche auch wieder ein bisschen Abwechslung, hatte ich ja in einer früheren Folge schon mal erwähnt. Aber ich nehme morgen wieder 1, 2 Folgen von Euro Truck Simulator auf. Bis dahin dann. Tschüss.